Als nächste Rednerin darf ich Dr. Selina Ramjoué vorstellen. Sie ist Leiterin des Bereichs Open Access to Scientific Publications and Data der Europäischen Kommission und erläutert in ihrem Vortrag das Konzept der offenen Wissenschaft im Forschungsprogramm Horizon 2020. Okay, vielen Dank. Danke auch für die technische Hilfe. Es gibt Tagungen, wo man das selber machen muss. Also, danke auch für die Vorstellung. Selina Ramjoué, Europäische Kommission, wie gesagt. Ich arbeite für die Generaldirektion Forschung. Das ist also das Stück Kommission, das sich um alles kümmert, was sich um ICT dreht. Nicht nur dieses Stück Kommission kümmert sich in Brüssel um Open Access, sondern auch die Generaldirektion Forschung. Und wir arbeiten mit denen ganz, ganz eng zusammen. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind die zwei Stücke Kommission, die immer zusammen an Open Access und Open Data und diesen Themen zusammenarbeiten. Meine Folien sind auf Englisch, aber ich werde auf Deutsch vortragen. Aber ich weiß, dass Sie alle sehr gut mitkommen bei Englisch. Das ist auch nicht bei allen Publiken, also in allen Ländern, aber hier geht das sehr gut. Gut, also, vielleicht noch, bevor ich mit dem Vortrag anfange, wir sind jetzt auf europäischer Ebene, wir arbeiten jetzt seit etwa 10 Jahren an dem Thema Open Access und ich bin seit 2006 etwa dabei. Und das Interessante ist für mich so die Entwicklung, denn wir haben angefangen mit Open Access zu Publikationen. Das war damals das einfachere Thema, würde ich sagen, das bei weitem nicht einfach war, aber das war so das Erste. Dann kamen wir langsam zum Thema Open Data und jetzt, würde ich sagen, sind wir in einem Stadium Open Science, offene Wissenschaft. Und deswegen habe ich meinen Vortrag betitelt Opening Up Science in Horizon 2020 und nicht nur. Also ich möchte Ihnen darstellen, wie das sich langsam entwickelt hat. Deswegen werde ich auch heute, also erstens, ja, ein paar Worte schnell sagen zu also Open Access, wieso? Warum interessiert man sich auf europäischer Ebene dafür? Dann Open Access zu Publikationen. Hier werde ich ein paar Worte zu unserer Politik in Horizon 2020 sagen. Dann werde ich unseren Piloten zu Open Research Data vorstellen. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist so unsere, ja, eben unser neuer Pilot. Wir hatten ja vorher schon einen Pilot zu den Publikationen. Und dann im Ausblick sozusagen in Richtung also mehr offene Wissenschaft, also noch weiter als Open Access und Open Data, die Zukunft sozusagen der europäischen Politik auf diesem Gebiet. Warum Open Access? Warum befasst sich die Europäische Kommission damit? Wozu? Also Bettina hat ja schon eigentlich die Sachen genannt und ich fand, sie hat das eigentlich sehr schön präsentiert. Das sind eigentlich die Elemente von der Perspektive eines Forschungsförderers. Es geht uns immer darum, öffentliche Forschungsgelder gut anzuwenden, das meiste rauszuholen, was wir rausholen können. Wir erwarten uns von einer Open Access Politik bessere Wissenschaft. Warum? Weil man natürlich Zugang hat zu Forschungsresultaten und
und deswegen bessere Wissenschaft betreiben kann, weil man alle Elemente hat. Effizientere Wissenschaft, weil man besser verwerten kann und Resultate nicht dupliziert werden. Dann erwarten wir uns auch Wirtschaftswachstum in einer Perspektive von Open Innovation. Und dann natürlich, sehr wichtig, mehr Transparenz für den Bürger, für die Gesellschaft generell. Wie wollen wir das machen? Einerseits dadurch, dass wir Regeln entwerfen für die Forschung, die wir selbst finanzieren. Also in unserem Fall Horizon 2020, also das Forschungsrahmenprogramm, jetzt das achte. Das ist so unser starkes Instrument, denn da können wir unsere eigenen Regeln entwerfen. Die andere Schiene ist die Schiene über die Mitgliedstaaten. Da haben wir jetzt ein Netzwerk von National Points of Reference, nennen wir die. In jedem Mitgliedstaat eine Person, die sich um diese Themen kümmert. Die treffen regelmäßig zusammen und da überlegt man sich zusammen, wie man Policies koordinieren kann, abstimmen und so weiter. Das Ganze hat natürlich auch eine schriftliche Basis, eine politische Basis, an der wir lange gearbeitet haben. Das Paket, das jetzt noch relevant ist, ist das sogenannte Scientific Information Package, verabschiedet im Juli 2012, also jetzt über zwei Jahre her wieder. Dieses Paket besteht aus einer Mitteilung und einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten. Die Mitteilung hat im Wesentlichen gesagt, dass die Kommission Regeln entwerfen soll, feste Regeln zu Open Access im Forschungsrahmenprogramm. Und bei den Mitgliedstaaten, bei der Empfehlung ging es darum, ja, dass die Mitgliedstaaten eben auch solche Politiken entwerfen sollten. Also das ist ein bisschen so die ideelle Basis, würde ich sagen, eines typischen Forschungsförderers. Gut, dann ist natürlich die Frage, Open Access zu welchen wissenschaftlichen Informationen? Ich habe es ja schon angerissen. Also es gibt eigentlich zwei große Kategorien. Die eine sind die Publikationen. Hier muss ich überhaupt nicht auf dieses Grün und Gold eingehen, das kennen Sie alles zu Genüge. Die zweite Kategorie sind natürlich die Forschungsdaten. Das ist das etwas neuere Gebiet. Und hier haben wir auch die Definition von Open Access, sagen wir, etwas erweitert. Denn bei Publikation, als wir am Anfang dran gearbeitet haben, ging es ja vor allem einfach um Zugang zu einem Text, den man lesen kann, herunterladen, ausdrucken. Das war eigentlich die Idee dahinter. Aber bei Forschungsdaten, da geht das noch viel weiter. Da geht es nicht nur um Zugang, sondern auch darum, was man mit den Daten dann tun kann. Also Mining, reproduzieren, also diese ganzen Dinge, die man durch IT-Instrumente machen kann, die über den einzelnen Forscher hinausgehen, der in seinem Computer sitzt. Also es geht viel weiter als Open Access zu Publikationen. Was ich auch noch hier sagen möchte, ist, diese Kategorien, die scheinen jetzt sehr fix zu sein. Das sind sie aber natürlich nicht. Publikationen und Daten, das sind natürlich vermengte Kategorien. Zum Beispiel sind ja Publikationen bereits Daten. Text sind Daten, also beim Stichwort Text and Data Mining. Und es sind ja auch Daten an Publikationen schon angehängt. Man kann ja in Publikationen reingehen und da auf ein Diagramm klicken und da sind ja schon Daten drin. Also man sieht, das sind nicht so klare Kategorien. Und man kann ja auch Forschungsdaten bereits publizieren. Also das ist auch ein Beispiel, um zu zeigen, eigentlich ist es ein Kontinuum und das ist so die Richtung, in die wir gehen. Scientific Information als Begriff und nicht unbedingt nur Publikation und Datenstar. Das ist so die Vision. Gut, jetzt geht es konkret um unsere Regeln in Horizon 2020, dem Forschungsrahmenprogramm. Natürlich haben wir vorgearbeitet und die meisten von euch werden das kennen. Also Open Access to Publications im siebten Forschungsrahmenprogramm. Hier haben wir gearbeitet an Open Access zu Publikationen. Wir hatten einen Piloten zu Open Access zu Publikationen. Wir haben da ein Stückchen rausgenommen aus dem Gesamtbudget, etwa 20%. Und das läuft ja noch, dieses Projekt, dieser Pilot läuft noch, denn die letzten Projekte sind ja jetzt erst angelaufen. Was wir von diesen Piloten schon wissen, also es gab zwischenzeitlich einen Fragebogen dazu mit positivem Rücklauf. Die wichtigste Botschaft für uns im Moment ist,
Forscher finden das gut, mehr davon, aber bitte mehr Unterstützung. Und zwar finanziell, natürlich, was zum Beispiel jetzt Gold Open Access angeht. Und auch einfach Unterstützung, verstehen, wie das funktioniert und Hilfe beim Setzen in Repositorien und solche Geschichten. Also grundsätzlich ja, aber wir brauchen mehr Hilfe. Das war so der Hauptrückläufer dazu. Im 7. Forschungsrahmenprogramm haben wir schon Gold Open Access unterstützt. Und zwar dadurch, dass die Kosten für Gold OA während der Projektlaufzeit finanziert werden können, also rückerstattet. Und wir haben auch, also im Zusammenhang mit den Piloten, eine sehr potente, sehr überzeugende, wie ich finde, Infrastruktur unterstützt, OpenAir, das wurde ja schon vorgestellt heute Morgen. Das ist eine, ja, ich würde sagen, die europäische Infrastruktur geworden für Open Access Repositorien. Und das wird auch weitergeführt. Es gibt eine neue Finanzierung und ja, das geht weiter und wie ich finde, sehr, sehr erfolgreich. So, was ist jetzt im Horizon 2020 passiert? Wir sind von einer Pilotsituation zu einer obligatorischen Situation übergegangen für alle Publikationen, die aus Horizon 2020 Projekten hervorgehen. Das heißt, alle Publikationen, die aus dem Programm herauskommen, müssen Open Access sein. Das sind zwei Schritte bei uns. Schritt 1, Publikationen müssen in ein Repositorium rein. Das muss so schnell wie möglich passieren, eigentlich sofort. Schritt 2, Open Access schalten, und zwar spätestens 6 Monate nach Publikation. 12 Monate für Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Das ist also nicht, das ist genau wie in dem FP7-Piloten. Was neu ist, ist, dass wir die Forscher zusätzlich fragen oder bitten, ihre Publikationen, also die Daten, die den Publikationen angehängt sind, also was wir jetzt Underlying Data nennen, die möglicherweise auch zu deponieren. Und das soll so schnell wie möglich passieren. Diese Formulierung Aim to deposit at the same time etc. Aim to, das ist ein bisschen wie Best Effort zu verstehen. Also versuchen Sie es, tun Sie es, wenn Sie es können, aber wenn es nicht geht, dann Next Framework Program sozusagen. Das ist ein bisschen zu verstehen als, ja, das ist im Kontext unserer Vision dessen, was eine Publikation eigentlich geworden ist und noch mehr werden wird. Eine Publikation ist nicht mehr ein starrer Text, sondern eine Publikation beinhaltet bereits Daten und auf die sollte auch Zugang sein, wenn man Forschungsresultate verifizieren und reproduzieren möchte. Das wurde ja im Eingangsvortrag auch wirklich sehr, sehr bildlich dargestellt. Was auch noch neu ist, ist, dass die Metadaten zu den Publikationen auch unbedingt Open Access sein sollten. Wir dachten eigentlich, das sei normal, das sei eigentlich klar im letzten Forschungsrahmenprogramm, aber das war nicht der Fall, sodass wir das als zusätzliche Auflage noch aufgenommen haben. Noch ein paar Worte zu den Publikationen. Also zur Frage Gold versus Green sind wir offen. Das heißt, wir stellen uns weder auf die eine noch auf die andere Seite. Beide sind für uns möglich und komplementär. Was wir allerdings fordern, ist, dass alle Publikationen, auch wenn sie durch Gold Publikation Open Access gemacht werden, in ein Repositorium kommen. Was die Kosten angeht für Goldenes Open Access, hier ist das auch gleich geblieben wie im letzten Forschungsrahmenprogramm. Die Gold Open Access Kosten sind können rückerstattet werden, aber während der Projektlaufzeit. Das ist eine Limitierung, das wissen wir. Das wird
das regulär wird uns gesagt, und was ist mit den Publikationen, die nach Projektende aus dem Projekt hervorgehen? Klar, das ist ein Thema. Und da haben wir jetzt werden wir jetzt einen Piloten dazu starten über ein Projekt. Und werden wir also Gelder zur Verfügung stellen, um zu sehen, wie genau diese Gelder genutzt werden, wann, in welchen Disziplinen etc. Und das könnte dann dazu führen, wieder beim nächsten FP, dass irgendwelche klaren Regeln dazu auch gelten. Zu den Lizenzen noch. Wir haben hier keine klaren Auflagen. Wir empfehlen aber Autoren sehr, ihr Urheberrecht beizubehalten und Lizenzen zu gebrauchen, zum Beispiel Creative Commons. Gut, jetzt komme ich zu den Forschungsdaten. Das ist also unser neues Baby sozusagen, unser Pilot zu offenen Forschungsdaten in Horizon 2020. Also, erstens, worum geht's? Also, welche Themen sind betroffen, möchte ich euch sagen. Um welche Daten geht's? Welcher Stellenwert hat hier Data Management, also Datenverwaltung? Was müssen die Projekte eigentlich machen, die in dem Piloten sind? Und wie können sie ein Opt-out machen, also sich entziehen sozusagen dem Piloten? Das sind so die Kernfragen, die immer wieder kommen. Also erstens Scope. Wo wird dieser Pilot angewendet? Sie sehen ja die Auflistung hier. Also diese Auflistung gilt für das jetzige Arbeitsprogramm 2014-15. Wir sind ja schon wieder fast beim Diskutieren des nächsten. Die Idee ist eigentlich, dass das beibehalten wird. Vielleicht ein bisschen, es soll vielleicht ein bisschen mehr dazu kommen, aber nicht weniger. Gut, das wird Anfang nächsten Jahres besprochen. Also Future and Emerging Technologies, Forschungsinfrastruktur, nur der E-Infrastrukturteil, alles Light ICT. Die drei ersten Stücke sind von Connect übrigens verwaltet. Und dann haben sie drunter diverse Societal Challenges, die sogenannten. Erstens Energie, aber nur die Smart Cities. Dann Climate Action Environment, alles außer Raw Materials. Dann haben sie Societal Challenge Europe in a Changing World. Das sind die im Wesentlichen Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Und dann noch Science Within for Society, was früher Science in Society hieß. Was auch noch ganz wichtig ist, ist der Satz unten in Rot. Alle Projekte, die zwar nicht in dieser Auflistung drin sind, aber die gern möchten, können teilnehmen. Participation on a voluntary basis ist durchaus möglich. Und das wird entschieden schon bei Projektantrag. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt eingeben, werden die Projekte, die in dieser Auflistung drin sind, die Möglichkeit bekommen, ein Opt-out zu machen, dazu gleich. Und die nicht drin sind, werden die Möglichkeit haben, ein Opt-in zu machen. Um welche Daten geht es? Also wenn wir sagen Open Data, was meinen wir da? Wir haben nur zwei recht grobe Kategorien erstellt. Die erste sind die Underlying Data, zu denen ich schon was gesagt habe. Also das sind die Daten, die die Publikation angehängt sind. Die Daten, die nötig sind, um die Ergebnisse in Publikation zu verifizieren. Und die andere Kategorie ist breit und grob, das ist mir bewusst, Other Data, also alles andere. Und warum haben wir das gemacht? Weil uns hier klar wurde, weiter können wir nicht gehen. Wir finanzieren ja alle möglichen Gebiete und hier ist wirklich der Wissenschaftler gefragt. Also hier benutzen wir als Instrument das sogenannte Data Management Plan, DMP, also Datenforschungsplan oder so. Und eigentlich sage ich immer ganz gern, dieser Pilot hätte ja auch Pilot on Data Management heißen können und nicht on Open Research Data. Das wäre vielleicht besser rübergekommen bei manchen, politisch vielleicht weniger trächtig, aber einfacher zu verkaufen. Gut, nun heißt der Pilot so, aber es geht wirklich sehr stark in diesen Piloten auch darum, dass die Forscher
begreifen sollen, also sie wissen es ja, aber dass ihnen klar gemacht wird, dass auch die, die ihre Forschung finanzieren, Daten sehr wichtig finden und dass sie sehr wichtig finden, was damit geschieht, dass Daten einfach Rohmaterial sind, das nicht verloren gehen darf. Und deswegen jetzt dieser neue Fokus auf Datenverwaltung, Data Management. Alle Projektvorlagen müssen etwas zu dem Thema sagen, Data Management. Und es wird auch unter dem Kriterium Impact evaluiert. Das ist wenig, das sind ein paar Absätze. Aber immerhin, das ist in der Evaluierung mit drin. Die Projekte aber, die im Piloten mit drin sind, die müssen ein DMP erstellen innerhalb der ersten 6 Monate nach Projektbeginn. Und in diesem DMP werden solche Fragen abgehandelt wie, also erstens, welche Daten werden generiert, welche Standards werden angewendet und was für Metadaten werden generiert und was passiert mit den Daten. Wie werden sie verwertet und können sie geöffnet werden? Wenn nicht, warum nicht? Und was passiert mit den Daten am Ende des Projektes? Okay, jetzt noch die Frage, sehr wichtig, was müssen diese Projekte eigentlich tun, die in diesen Piloten drin sind? Wieder eine Zwei-Stufen-Sache, ähnlich wie bei den Publikationen. Punkt 1. Deposit. Also irgendwo müssen die Daten ja hin. Und das ist der Punkt 1, hat noch nichts mit Öffnung zu tun. Also sie sollen diese underlying data und die other data, wie sie es in ihren DMPs drin haben, in ein Repositorium, in ein Data-Repositorium reintun. Das können sie frei auswählen. Das ist Punkt 1. Auflage 2, take measures to, das ist wieder eine Art zu sagen, make best effort. Also sie sollen es probieren, also diese Daten open zu machen. Das heißt, zugänglich machen, das Mining möglich machen, die Verwertung möglich machen, die Reproduktion und die Verbreitung. Und wenn möglich, free of charge, gratis. Und also zum Beispiel durch Creative Commons Lizenzen. Hier sehen Sie auch gleich, wie wir versucht haben, Open Data, also Open Research Data zu definieren. Wie ich am Anfang gesagt habe, das geht weiter als bei Open Access zu Publikationen, wo es um Lesen, Downloaden, Ausdrucken geht. Hier geht es um viel mehr. Zusätzlich bitten wir die Projekte darum, die also Tools and Instruments, also was dazu nötig ist, die Daten dann eigentlich wieder zu verwenden, denn oft braucht man ja was noch dazu. Die Daten allein reichen nicht aus. Und deswegen bitten wir um das noch als Stütze. Ganz wichtig, es muss einem ganz klar sein, dass nicht im Pilot zu sein, nicht bedeutet, dass man alles öffnen muss. Man kann auch wirklich im DMP sagen, nein, dieser und dieser Datensatz muss geschlossen bleiben aus dem und dem Grund und das ist dann wirklich okay. Opting out, also das sind jetzt die verschiedenen Gründe, weswegen man nicht teilnehmen könnte, wenn man drin ist, aber aus verschiedenen Gründen könnte man nicht teilnehmen. Und das sind folgende, also wenn das Projekt erstmal keine Daten generiert, das ist klar. Wenn es ein Problem gibt mit, also mit einem Konflikt damit, mit der Auflage, dass man Resultate verwerten soll, das ist ja eine Auflage im Forschungsrahmenprogramm, das ja auch ein Innovationsprogramm ist. Das steht ja im Vordergrund und wenn da ein Konflikt entsteht, dann kann man ein Opt-out machen. Das andere sind natürlich Datenschutzfragen, Sicherheitsauflagen und wenn generell das Ziel des Projektes gefährdet würde, in dem Fall muss ein Projekt nicht teilnehmen. Übrigens, das ist Resultat von externen und internen, sehr politischen Diskussionen, diese Opt-out-Geschichte. Also es waren nicht alle sehr glücklich damit, aber das war die Art, wie wir am Ende doch diesen Data-Piloten durchkriegen konnten. Das sind die ganz ersten Zahlen zum Piloten. Das basiert auf sehr wenig Informationen jetzt, aber ist eigentlich nicht schlecht.
Also auf der Basis von etwa 3000 Projekten. Etwa ein Viertel nur hat ein Opt-out gemacht von den Projekten, die drin waren. Und fast 30% von denen, die nicht drin waren, wollten aber doch mitmachen. Also ich finde das recht ermutigend. Natürlich muss man jetzt schauen, genau warum und so. Das haben wir noch nicht. Eine erste Analyse, also monitoring tun wir jetzt von Anfang an, aber so eine erste, ich würde sagen, öffentliche Analyse dazu ist wahrscheinlich so im Midterm vorgesehen von Horizon 2020. Und jetzt möchte ich nochmal ganz wichtig sagen, einfach als Message, als Botschaft für die Leute, die denken, oh, das ist ganz gefährlich, dieser Pilot und Öffnen aller Daten, das ist lieber nicht. Das ist genau der richtige Moment zum Teilnehmen, denn indem Sie teilnehmen, formulieren Sie mit. Sie formulieren so Open Research Data Politik mit fürs nächste Forschungsrahmenprogramm. So früh fängt das an und deswegen eine Ermutigung an alle, die vielleicht diese Boxen sehen, Opt-in, Opt-out, denken, ach lieber nicht. Es ist überhaupt nicht gefährlich, Sie können überall Opt-out machen, wie Sie gesehen haben und es ist eigentlich eher positiv, weil Sie ja mit formulieren. So, als dritter Teil jetzt noch, kürzer. Okay, ganz schnell. Ausblick. Open Digital Science, Open Science, Science 2.0. Also wir haben es ja auch schon heute Morgen gehört. Das ist so der Trend of the Future, würde ich sagen. Okay, das übergehe ich jetzt, weil Sie ja eigentlich wissen, worum es geht. Es geht um diese Prozesse, also die Wissenschaft wird durch ICT verändert. Das ist der Grundprozess und es geht darum, was wir jetzt daraus machen und aus unserer Perspektive, wie die Europäische Kommission was Gutes daraus machen kann. Ich sollte dazu sagen, es geht im Wesentlichen ja nicht darum, dass wir steuern, sondern dass wir Prozesse erkennen und die wir für gut befinden, unterstützen. Also bottom-up unterstützen. Das ist wirklich unsere Angehensweise. Gut, das übergehe ich jetzt. Was ich hier sagen wollte, ist, dass der ganze Forschungsprozess von Konzeptualisierung bis Review, das alles durch Science 2.0, dass da überall Involvierung ist. Also hier sehen Sie die verschiedenen Trends. Also, dass überall jetzt auch Instrumente dafür gibt, also die Science 2.0 mäßig wichtig sind. Und jetzt ganz, ganz schnell noch, was können wir machen? Ich weiß. Aber das muss ich noch sagen. Wir brauchen Ihre Hilfe und zwar, wir haben eine Konsultation zu Science 2.0, die läuft, aber die Closing Date ist Ende dieses Monats. Wir brauchen wirklich Ihre Inputs. Also hier geht es wirklich um die Frage, was ist Science 2.0? Was verstehen Sie darunter? Warum finden Sie das wichtig oder nicht? Was soll Europa damit machen? Und wiederum geht es einfach darum, wenn Sie da mitmachen, formulieren Sie mit an der Politik. Denn als nächstes ist hier geplant, ein Policy-Dokument wahrscheinlich zu Science 2.0 oder Open Science oder wie das auch jetzt genannt wird. Das ist wirklich so der nächste Schritt, nachdem wir bei Open Access und Open Research Data mehr in der Implementierung sind, sind wir hier im Policy-Formulierungsprozess. Deswegen würde ich Sie da wirklich sehr einladen, Ihr Input zu liefern. Dankeschön.